Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Play. In der letzten Folge haben wir angefangen, unsere Scheune zu bauen. Es gestaltet sich kompliziert, aber jeder Anfang ist schwer und heute wird es ein Stückchen weitergehen. Was genau wir machen, finden wir gleich raus, aber erstmal müssen wir in unsere kleine verrückte Minecraft-Welt hineinspringen. Die Wände stehen noch da. Wir müssen einmal kurz zurück ins Lager rennen, weil ich vermisse meine Scavies. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte die auch gerne haben, um zu bauen. Das geht alles ein bisschen einfacher und ein bisschen besser. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne mal mit den Villager immer wieder mal traden. Und das haben wir in der letzten Folge gemacht und ich möchte das auch gerne in dieser Folge machen. Und zwar haben wir ja hier irgendwo die Thunklümpche hier hingelegt. Hier sind meine Scavies natürlich immer schon richtig gut. Das ist toll. Mein Bienenstock haben wir auch noch. Kommt später. Kommt alles später. Aber erstmal müssen wir hier gucken, dass wir ein bisschen mehr am Haus weiterkommen. So, die Klümpis, wo habe ich die hingelegt? Habe ich die hier hingelegt? Nö. Habe ich die hier hingelegt? Wo habe ich denn jetzt diese blöden Tonklumpen hingelegt? Ich weiß das nicht mehr. Ich hatte schon wieder vergessen. Ich dachte, ich hätte das aber irgendwo hier hin dabei hingelegt. Ah, hier sind sie. Super, super. Wir nehmen mal die Kerlchen, weil es wäre ja nicht schlecht, wenn wir mit unserem Kollegen da mal traden würden. Dann machen wir uns hier mal eine schöne Reihe mit Klumpis. So, und dann bauen wir die ab, aber vielleicht nicht damit, sondern mit einfach einer normale. Was haltet ihr denn davon? Pass mal auf. Hier, gehst du mal 1, 2, 3. Nimmst du. Wir machen Eisenwerkzeug, weil wir haben nicht so viel Dejuten-Stuff. Wir könnten aber auch irgendwann mal anfangen, noch tiefer in die Tiefe zu buddeln, damit wir mehr... 1, 2, 3, was willst du denn sagen? Was willst du denn? Mehr was willst du? Ja, mehr Dias will er. Genau, und da müssen wir halt uns drum kümmern, aber dafür müssen wir buddeln gehen. Aber da habe ich heute gerade keine Lust drauf. Ich möchte gerne das Farmhaus nur mit euch bauen und dann strukturieren wir... Was machst du da drauf? Hör mal auf, ihr Verrückten hier. Ihr kleinen Racker hier. Ne? Seid ihr mal richtig geil drauf. So, die nehmen wir uns mal kurz hier hin an die falsche Stelle. Ist ja nicht schlimm, weil ich will ja wieder die Klümpis haben. Super, jetzt habe ich einen Klümpi. Und dann kann ich hier mit den Kollegen gleich mal traden, dass wir den mal hochpushen. Weil der hat ja diese schöne Ziege. Das ist ja die Schaufel. Was mache ich denn für einen Blödsinn? Das hätte ich ja direkt machen können. Ach, manchmal ist es, ihr wisst es doch, ne? Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt eine Axt dafür gebaut habe. Also eine Spitzhacke. Naja, egal, ist egal. Die Schaufel ist auf jeden Fall das richtige Werkzeug für das zu machen, aber er scheint das nicht zu verstehen. Naja, ist egal, ist egal. Ist halt gut, dass ich jetzt hier Zeit wieder verschwende, eure kostbare Zeit, ne? Dass ich hier Klumpen mache, das hätte ich auch Offcam machen können, aber das ist nun mal das Let's Play. So ist das halt. Da ist unser Kollege. Komm mal hier, schauen wir es für dich. Gibst du mal hier so ein bisschen was raus, ne, du guter Mauerer. Ja, noch einen gibst du, super. Komm, blubber mal eine Runde, blubber mal. Ja, so ist gut. Was kriegst du als nächstes? Er will Steine. Ja, das ist ja mal ein geiler Deal. Aber du bringst jetzt nicht mehr so viel, ne? Dann ist immer die Frage, soll ich die Tonklumpen behalten? Auf der anderen Seite, er kann ja auch Ziegel direkt geben, ne? Wir sollten. Ja, komm, ich mach die jetzt einfach, weil ich sie habe. Aber so ganz so klug ist es dann auch nicht, aber ich hab's gerade, ne? Er hat's ja, der Junge, er hat's ja jetzt, ne? Ich weiß auch nicht, was man sonst noch mit... Hallo, kannst du den Satz dann mit Ton sonst noch machen können, ne? Also, außer dass man Ziegel draus machen kann, weiß ich jetzt nichts. Also, liegt auch vielleicht daran, weil ich nicht viel damit bauen, aber ich hätte gern diese Ziegel. Aber die können wir ja super über den Kerlchen da ertraden. Dann ist ja kein Problem. Ne, dann haben wir die und dann ist ja gut. Weil einmal angetradet, sage ich mal. Und dann ist der Kuchen gebacken, ne? Brauchen wir das nie wieder zu machen. So sieht's aus. So sieht's aus. Das ist halt so. Aber gut, auf der anderen Seite, durch die 1.18 kann man das ja ziemlich schnell farmen. Ey, guck mal hier, mein Freund. Guck mal, schau mal was für dich. Ah, jetzt wirst du sogar noch günstiger, ne? Ja, ich habe die gute Sachen. Ah, jetzt hast du keins mehr. Danke. 19 Steine. Habe ich denn noch ein paar Steine? Ich möchte einfach mal gucken, was er uns so gibt. Ich weiß, wir sollten die Zeit vielleicht ein bisschen anders nutzen. Aber, ja, so what, ne? Jetzt bin ich auch noch voll. Danke dafür. Tja, warum hast du die Emeralds nicht gestapelt? Super, so ist doch besser. Mach's richtig. Komm mal hier, du Partyman. Komm mal hier. 19 Stück gibst du. Ja, okay, das ist aber schon gut, ne? Komm, blubber mal eine Runde, dass wir hier ein bisschen Ruhe kriegen. Und dann geht das. Was ist das Nächste, was du willst? Diorit! Ja, kann man machen. Gibt es noch gut dafür? Ja, komm. Weil das ist ja wirklich kein Ding, die zu machen, ne? Wir sind ja Profis, was das anbelangt. Ich muss hier nur wieder durchbraten und dann passt das, ne? Guck mal, so ein Stack kannst du ja noch mal kriegen. Da kommen wir wenigstens noch in die nächste Stufe mit dir. Und dann gibt es aber jetzt mal was Ordentliches hier, ne? Gib mal was Vernünftiges. Hau mal rein hier. Wo bist du wieder hin? Boah, du bist so ein kleiner Flitzer bist du, ne? Komm, hier, du hast genug geblubbert. Was gibst du uns?
türkise Keramik, okay. Und hier eine gelbe Keramik. Wow, die ist auch noch mega schön und zu bauen, Leute, ne? Muss man tatsächlich mal sagen. Hier, Diorit ist das ja, ne? Den kann man ihm geben, weil das Diorit bauen wir ja gar nicht so viel. Also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Hier hätten wir Diorit, kannst du mal rausholen, super. Und dann handeln wir das mal mit denen, dann hätten wir den auch schon fast oben. Das ist doch mal geil. Guck mal hier, der ist noch ein richtiger Gönner außerdem noch. Komm, noch ein bisschen mehr. Super. Und jetzt blubber mal eine Runde. Jetzt haben wir schon wieder 37 Emeralds. Dann, damit kann man schon was machen. Was gibt's uns als nächstes? Ah, Quarzsäule. Schnieke. Und den Quarzblock. Ja, mega geil, weil da brauchen wir uns ja nicht im Nether zu farmen. Über die Dings. Das ist halt geil. Die Quarzsäulen finde ich mega geil. Finde ich wirklich mega geil. Okay, du bist jetzt ein Maurermeister. Dein Angebot ist okay. Kann man machen, ne? Kann man wirklich machen. Dann, Moment, ich weiß gar nicht, kann man die einfach so einbraten oder... Ja, und das wären dann Ziegel, ne? Soweit ich mich nicht vertue. Moment, wir gucken mal. Er hat es ja gleich schon geschafft. 3, 2, 1 und meins, du wirst eine Ziegel. Und aus den Ziegel kann man dann... Okay, das kannst du dann einfach mal so durchbraten. Das Diorit bräuchte ich gerade nicht. Und dann machen wir das wieder an seinen Platz. Super, hier. 1, 2... Ne, das war falsch. Da kommst du hin. Entschuldigung. Schon mich ein bisschen verguckt. Das tut mir wirklich leid, aber so ist das nun mal, ne? Guck mal hier, du kommst wieder da rein und dann nimmst du dir hier noch ein bisschen von dem Kram hier, weil da kannst du die hier in die Öfen packen, da können die auch noch ein bisschen durchbrutzeln. Wo ist dann der kleinste Stack da? 17, 64, ja gut, du wirst die niemals durchkriegen, dann passen wir auf, dann nimm dir mal die Hälfte von denen, die packst du da rein. Ich sollte mal so langsam anfangen, die Lava da rein zu werfen, statt immer hier... die Kohle zu verschwenden. Aber ist egal. Guck, jetzt haben wir schon wieder ein gutes Stück geschafft hier. Find das toll. Das ist doch geil. Macht Spaß. Finde ich sehr gut. Aber pass mal auf. Wir haben ja hier, Bruchstein-Tiefenschiefer. Und ich habe gesehen, wir haben den noch hier unten, ne? Nee, hier war es. Da. Bruchstein-Tiefenschiefer. Den möchte ich mir gerne mitnehmen, für unser Dach zu bauen. Also ich habe da so eine Idee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, Moment. Wir bräuchten aber außerdem noch eine Säge da oben. Dafür bräuchten wir doch Stein, glaube ich, was. Moment, ich muss mal ein bisschen ausräumen. Wir haben wieder viel zu viel dabei. Und bevor ihr wieder hier eine Krise kriegt, weil ich hier viel zu viel rumschleppe, ich weiß, es ist ein Problem, aber wir kriegen das Problem gelöst. Okay, Essen war, ich stehe in die Schreingolem. Das ist toll. Das ist sehr toll. So, du dahin, bip, und du hier rein. Super. Okay. Erde soll man immer dabei haben. So, ich habe auf jeden Fall jetzt genug Platz, hier noch schnell die Steinsäge dort zu machen. Dafür brauche ich nur ein Eisenbarren, ne? Soweit ich weiß. So, den brauchst du und drei normale Steine. Dann hätten wir wieder eine neue Säge. 1, 2, 3. Und du dahin. Und dann bauen wir uns den noch. Den bauen wir hier vorne auf der Werkbank. Und dann wird das schon. So, pass mal auf. Du da rein. Und wo sind meine Steine? Da. Und jetzt macht das richtig. Ja, Steinsäge. Super. Und wir rennen mal ganz schnell wieder weg hier. Wir haben ja hier nichts zu verlieren. Und dann machen wir das. So, weg. Ja, das funktioniert super mit der Tür. Nochmal vielen Dank für den Tipp. Finde ich mega geil. Hätte ich selbst drauf kommen können, bin ich aber nicht, weil ich einfach zu blöd bin dafür. Ist aber egal. Ist nicht schlimm. Ich bedanke mich. Cool. Und so weiter, ne? So. So machen wir das. Das ist wieder eine krasse Sache hier, ne? Wieder richtig Sport am Machen hier. Okay, da war ja hier oben bauen. Wir hätten die Sachen noch hier oben lassen können, ne? Aber kennt mich ja, ne? Man muss ja auch ein bisschen was machen. Pass mal auf. Die Werkbank soll ich mir trotzdem mal rüberholen, ne? Weil das finde ich ja schon angepasst, würde ich mal sagen. Guck du mal dahin. Dann das nimm du. Und die möchte ich auch gerne wieder versetzen, aber schon keine Zeit für jetzt. Aber hier die zwei... Eigentümer hier, ne? Also Eigentum 1 Steinsäge, Eigentum 2 unsere Werkbank und dann nicht vergessen, wieder das Bett hier hinzulegen. Ich lege es aber diesmal hier hin, dass das Bett sich auch durch den Schnitt, ne, der hier hinsteht, dass der auch schön umfärbt. Wunderbar. Wiederherstellungspunkt ist gesetzt, falls ich ja hier von der Mauer falle und man weiß nicht, was passiert. Man muss immer alles mit Vorsicht machen. Okay, pass mal auf. Jetzt geht's mal drum, hier einfach mal noch ein bisschen was zu bauen hier. So, und zwar hier so ein bisschen der Kollege. Sprout da noch ein bisschen was davon, weil ich möchte die gerne auf die Steinsäge legen. So, komm, mach mal. Hier links, rechts. Dack. Danke. Da kann ich das hier wieder abbauen. Ah ja, es muss da irgendwie... Müsste es eine automatisierte Möglichkeit geben, sowas zu machen. Ich wette, das geht hundertprozentig. Muss ja nur im Endeffekt begossen werden und dann irgendwie... Ah nee, früher konnte man Sachen doch mit dem Kolben... zusammenquetschen, dass die dann rausfliegen. Ne? Das geht heutzutage gar nicht mehr. Ja, das haben die ja irgendwann mal gefixt, glaube ich. Finde ich ein bisschen schade. Ich fand das mega praktisch. Ja, aber ist okay. Was will man denn machen? Das ist halt so, ne?
Super, jetzt hast du, pass auf, jetzt nimm tatsächlich mal die hier, weil du musst nicht die gute da kaputt machen, nur weil du hier so faul bist, ne? Also, man muss da nicht übertreiben. Seht ihr, Leute, wir haben noch Licht hier, ne? Hatte ich ja in der letzten Folge gemacht. Aber, ja, müssen wir jetzt mal gucken, ob uns das auch wirklich was bringt, ne? Aber wichtigster Call, ihr seht wenigstens mal, was wir denn anfangen. Das ist halt wichtig, ne? Jetzt schlafen wir wieder mal eine Runde, wir wollen ja hier keinen Stress kriegen, ne? Weil wenn wir hier Stress kriegen, das wäre nicht so gut. So, pass auf, du hast noch ein bisschen Erde. Pflanz mal den Weg da rein, blüpp, und den schaufelst direkt mal wieder um. Super, und hier ist noch einer. Nicht, dass du da reinfällst und dir den Knöchel hier brichst. Das geht ja nicht, ne. Ne. So, also, Steinsäge. Da, und dann bitte mach das und es funktioniert nicht. Warum funktioniert Beton dann nicht? Das finde ich blöd. Okay, dann brauche ich keine Steinsäge. Ich dachte, es würde gehen, weil die andere auch funktioniert hat. Warum kann ich keine Treppen damit machen? Also der Beton, der nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen, ne? Ich habe extra damit gearbeitet, weil ich Treppen damit machen kann. Also, weil ich Treppen machen wollte. Treppen. Ja, Treppe. Das finde ich blöd. Das finde ich sehr blöd. Das ist genauso wie mit den Kupfertreppen, die ich nicht wusste, wie es geht. Und jetzt sitzt er plötzlich da, ne? Okay, pass auf. Habe ich eine Möglichkeit unter Beton? Nee. Kann das sein, dass ich erstmal... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Oder? Nee. Das macht keinen Sinn. Oder die auf die Säge legen? Das macht auch keinen Sinn, ne? Nee. Hm. Kann ich denn wenigstens aus dem Stufen machen? Geht auch nicht. Ja, wie blöd ist denn das Zeug denn da? Naja, wisst ihr was? Das ist mir jetzt mal egal. Ich wollte damit bauen, weil ich das einfach schön fand. Aber wenn ich es ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht möchte, dann lassen wir es einfach so. Ich werde es einfach recherchieren oder ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ich würde mich darüber freuen, weil das ist ja blöd. Weil dann müsste ich den ganzen Dachgiebel ja komplett anders bauen oder die Abrundungen. Und das wollte ich im Endeffekt nicht. Was haben wir nochmal gesagt? 15, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Geht genau bis auf die Ecke auf. Geil! Da müssen wir noch hier noch ein bisschen Dinger machen. Da haben wir sie. Aber pass auf, weißt du, ich habe eine Idee, was ich mache. Ich baue mir einfach so einen Tower und dann geht das viel einfacher, statt dass ich da immer längs da renne und keine Ahnung was. Komm, das mache ich einfach mal schnell. Wir sehen uns gleich oben. Okay, wir haben wohl die maximale Bauhöhe erreicht. 319, super. Dann hätten wir das auch mal gemacht, ne? Das ist ja mal geil, ne? 319, das heißt, wir stehen auf 320, glaube ich zumindest mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir das... Ah, das geht jetzt auch nicht, weil wir schon zu hoch sind. Aber hier können wir noch setzen, ne? Super, da kann er den Turm hier super mal begießen. Man sieht gar nichts mehr. Da unten sind ein paar Fackeln oder so. Oder... Also man fährt und die Lagerfeuer. Ja, okay, gut. Okay, dann bauen wir uns jetzt wieder runter. Haben wir sonst nichts zu tun und wir machen dann unten gleich weiter. Und jetzt sind wir fast unten angekommen und die Spitzhacke geht auch jetzt jeden Moment kaputt. Wie krass ist das denn? Einfach mal eine ganze Spitzhackentower hier kaputt gemacht. Ja, du bist auch ein Spitzhacktower. Ja, ja, klar. Einen ganzen Tower mit der Spitzhacke hier. Aber egal. Guck, jetzt sind wir unten angekommen. Super. Nur ein, zwei. Ja, super. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal genug Material für den Anfang, für was zu machen. Es sind da noch ein paar übrig geblieben, die wir noch nicht machen konnten. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt ein bisschen hier was. Das ist super. Und da kann man hier mal die Seiten bauen. Das würde ich schon mal sehr, sehr, sehr gut finden. Was haben wir gesagt? 15, das war dann hier. Und das wäre der Innenraum. Das finde ich gut. Und dann können wir hier mal tatsächlich dann auch mal rüber schließen. Aber ich möchte gerne die andere Seite noch rüberziehen. Das wäre mir jetzt ein bisschen lieber. Also 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12, 13, 14 und 15. Ja, super. Da kann man das hier rüberziehen. Hier hat einen kleinen Erdrutsch stattgefunden unten drunter. Aber hey, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war alles durch Zufall hier so aufgebaut. Aber das sieht ja schon fast richtig cool aus. Also, gefällt mir. Wir werden das ja noch super stabilisieren mit einer Säule später nach unten oder wie auch immer. Aber das ist schon cool. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig cool. Also, ich möchte gerne hier noch links und rechts einen Anbau machen. Auf jeden Fall mal auf dieser Seite hätte ich ihn auf jeden Fall gerne. Also, bei 15 ist die Mitte doch... Gar keine. Den achten Block ist es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier hätten wir die Mitte. Mach die einfach mal weg. Und dann machen wir hier einen kleineren Durchgang, ne? So.
Das hätten wir mal auf dieser Seite. Das würde ich mal schön finden. Da könnte ich hier mal... Ja, pass auf. Hier könnten wir doch... So wie... Guck mal, hier sind drei. Habe ich dann auch drei auf dieser Seite? Ne, die ist zentrierter, ne? Ne, sind auch drei. Okay. Was machen wir? Fangen wir hier mal an. Also, düpp, 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 düpp. Super. Dann, ich muss es hier machen, Leute, es tut mir leid. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich bauen will, aber ich muss das jetzt so, währenddessen wir hier das machen, muss ich das entwickeln. Und dann könnte man hier wirklich tatsächlich weiß machen. Ja, hier können wir weiß machen. Ja, dann machen wir hier wieder weiß. Okay, machen wir. Super, dumm, dumm und dumm, 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 dumm. Und dann kriegen wir hier nämlich auch wieder den roten hin. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist aber nicht schlimm. Können wir dann einfach sagen, hey... Das lassen wir jetzt weiß. Also ich merke schon, der Tower wird eher weiß, als dass er rot wird. Aber das ist okay. Wir lassen es mal so, ne? Dann haben wir rote Akzente drin. Hat ja auch was. 1, 2, 3. Und hier wieder 1, 2, 3. Und die hintere Front könnten wir dann vielleicht ein bisschen anders bauen, ne? Dass man das Fenster eher vielleicht versetzt in die Mitte. Wir sollten mal kurz eine Runde wieder schlafen gehen. Also das wird schon ein großes Ding hier, ne? Merke ich gerade. Das war wieder nicht so geplant. Aber ihr wisst ja, das entsteht halt. Das ist ein Entstehungsprozess, Leute, ne? Manchmal wird es mehr, manchmal wird es weniger. So it is. Das kann man nichts machen. Aber pass auf, wenn du ja hier der Weg bist, pass auf, den buddel manchmal mal weiter, dann wisst ich mal hier, so hier haben wir dann die Mitte und du bist dann der mittlere Block. Da packt mal eine Erde ran, damit ich mir das kurz merken kann, weil hier könnten wir, okay, hier kannst du auf jeden Fall mal runterspringen. Das hast du gut raus festgestellt, das ist gut. Also pass auf, 1, 2, 3. So, dann würde ich hier einfach ein größeres Fenster bauen. So, 1, 2 und 3, 1, 2, 3. Also, ich fand zwei auf die Seite und zwei auf diese Seite. Gut, perfekt. Wir gucken mal, ne? Also, da muss ja ein Stall werden und das muss ja auch dementsprechend sauber werden. Und jetzt können wir hier alles mit Rot auffüllen. Das finde ich ja schon mal gut, dass ich jetzt endlich mal hier auffüllen kann. So, dann hätten wir das schon mal gemacht. Dann müssen wir uns natürlich was überleben fürs Dach. Also, für die Schrägen. Ich war mal so sicher, ich könnte damit das bauen. Aber scheinbar nicht. Dann soll es halt so sein. Ich kann es da nicht ändern. So, 1, 2, 3... Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das scheint dir Spaß zu machen. Ja, es ist okay, kann man machen, ne? Da kann man wirklich machen. So, man sieht auch noch nicht viel, aber man muss ja das Gesamtbild hier betrachten, ne? Das gesamte Bild. Das ist das, was zählt. Das Bild. Ne? Nicht das Bild, sondern das Bild. Ja, dir geht's auch wieder gut heute. Ja, es geht. Ja, es geht so. Ja, ja. Man kann sich auch mal ein bisschen selbst unterhalten hier, ne? Das passt schon. Das passt soweit. So, dann hätte ich da Fenster, hier Fenster. Also, irgendwie sieht's sehr bunt aus. Das sieht ein bisschen aus wie ein Zirkus, habe ich das Gefühl. Gefällt mir das? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Und was wäre, wenn ich da... Hier müsste doch die sein, ne? Das hier ist doch genau diese Reihe. So, hier. Und wenn ich dann sage, ne, guck mal hier. Die schlagen wir jetzt raus und hier kommt noch ein Fenster rein. Da raus. Dann drei rüber. Also 3 mal 3. Genau. Dann hätten wir hier noch eins. Da, dann immer genau auf der gegenüberliegenden Fenster hätten wir dann hier ein Fenster. Kann man das verstehen? Das kann man verstehen. Das kann man verstehen. So, hier noch runter. Ja, finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Gefällt mir. Jetzt haben wir mal die Fundamenten. Das ist ja schon mal ein gutes Ding. So, ne, das ist ja schon mal A und O. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen zubauen, weil so kann das ja auch nicht bleiben. Ne? Wir können ja einfach mal hier so sagen, hey, weißt du was? So passt das für den Anfang. Ja, das ist halt die klebende Erde, ne? Die haben wir dann schön mit Sekundenkleber vermischt, ne? Ein bisschen Holzleim und so, weil, ne, das muss ja auch halten hier. Dann kannst du mal bitte springen. Geh mal irgendwo hin, wo du ein bisschen mehr Platz hast. Super, hier. Pam, pam. Bei den 25 Stück kommst du auch nicht mehr wirklich weit. So, dann gehen wir hier mal runter, dass du mal da säulen kannst. Ha, ha, ha. Ja, wirklich nicht viel. Also, das hier müssen wir auf jeden Fall noch auffüllen, weil das geht so nicht. Das machen wir auch direkt, weil sonst, nee. Ich vergesse es wieder oder ich mache es wieder nicht oder... Also, ich muss es ja machen, sonst komme ich ja hier gar nicht weiter, ne? Davon mal abgesehen. Das musst du richtig machen. Aber das ist schade, dass ich das nicht so um die Ecke biegen kann. Das wollte ich nämlich machen. Aber wir gucken mal, ne? Wir gucken mal, welche Möglichkeiten uns hier noch gegeben sind. Vielleicht werden wir ja noch überrascht. Wer weiß. Wer weiß, der Preis ist heiß. So, dann hier nochmal. Zack, zack, zack. Hier, zack, zack, zack. Ey, mach das richtig, Junge. Guck mal, du wirst nicht bezahlt, für Blödsinn zu machen, ne? Du wirst schon bezahlt, für vernünftig zu arbeiten. Ne? Hör mal. Junge, was ist denn los, immer? Was würde denn deine Mutter dazu sagen, ne? Hä? Wäre die glücklich, wenn sie sehen würde, was für ein Blödsinn du hier baust? Ich glaube, der ist das egal. So ist das eben halt, ne? Zack, zack, hier rein. Dann hätten wir hier schon zu. Super.
Pay. Und dann müssen wir hier noch zu machen. Das kriegen wir aber noch hin. Das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Super, da, da. So viel ist es nicht mehr. Leute, noch ein bisschen Geduld. Wir schaffen das, Nur das sieht hier aus, dann natürlich unfassbar schrecklich aus. Aber das kriegen wir hin. Das werden wir terraformen, unseren Bedürfnissen anpassen, wie ihr immer sagt. Dann ist ja das neue Wort jetzt hier. Bedürfnisse. Meine Bedürfnisse müssen bitte gedeckt sein. Mhm. Ja, ja, du hast viele Bedürfnisse, wenn der Tag lang ist. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Die habe ich wirklich. Ne? Ei. Und die Currywurst gab es übrigens immer noch nicht. Das ist schon sehr traurig, ne? Ich kann mir selbst keine Currywurst leisten. Oh nein. Nein, ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte so in während der Aufnahme so Bock drauf. Und ein paar Stunden später war die Lust nach Currywurst vorbei. Leider. Aber das ist okay. Das akzeptiert man dann und das nimmt man dann einfach so hin. So, pass auf. Pass mal auf, Junge. Mach das Löschel hier richtig zu, weil sonst funktioniert das nicht. Bisschen zurück. So, 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 so und so und so und so, so. Boah, ey, was so ein kleines Loch im Endeffekt eine Menge Erde ist, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt kriegen wir das ja auch noch nicht zu. Nee, das ist ja ein Witz, ne? Guck dir das mal an. Jetzt kriegen wir das nicht zu hier. Da baut der, verbaut der sich auch noch. Ne, wir müssen Erde holen gehen. Ne, wir müssen Erde, Leute, es geht nicht anders. Wir brauchen Erde, 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 Erde. Aber egal, dann hätten wir schon mal die Grundmauern stehen. Jetzt bauen wir eine ganze Woche gefühlt hier dran. Aber ist okay, kann man machen. Kein Problem, kein Problem. Ah, jo, ich müsste trotzdem, bevor ich die nächste Aufnahme mache, mal kurz eine Recherche machen, ob das geht oder nicht, weil ich habe so das Gefühl, ich brauche das gerade, ne? Weil ich hätte gern so nur Slabs hier mit, so, ne? So, also Stufen, im Endeffekt. Das wäre schön, da können wir so ein abgerundetes Dach machen. Ich würde das mega geil finden, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit Beton nur normal bauen kann, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, weil es hält sich doch genauso wie ein Stein. So, komm, das hier müssen aber jetzt reichen, ne? Nicht, dass ich nachher meine Erdkiste noch leer machen muss, also das geht ja auch nicht. Ne, 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 ne. Also das ist kein Deal. So, guck mal, du trinkst mal was und hier sollten wir auch unbedingt mal fertig machen. So, das wäre nicht schlecht. An, fertig, dir geht's gut. Ich sollte dir mal Wasser dahinstellen, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Aber du kommst demnächst in dein Haus. Aber guck mal schon, wie gut das von hier hinten aussieht. Das sieht richtig gut aus. Yep, das hier gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Doch, von der Größe auch. Das wäre eine schöne Scheune. Aber nur, das ist mir zu weiß. Vielleicht möchte ich trotzdem die Dinger noch... Oder baust du noch größer? Nee, 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 noch größer baust du dir gar nichts mehr. So sieht's aus. Aber man könnte dadurch, dass hier ein Durchgang ist für den hinteren Teil, könnte man trotzdem diese Wand hier dann auch rot machen. Aber das gucken wir dann. Weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig, aber das ist halt so. Das ist ein Entstehungsprozess, ne? Wir entwickeln ja hier selbst, also miteinander, gegeneinander, wie auch immer ihr das haben wolltet. Könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt. Wenn es nicht gefällt, dann gefällt es halt nicht. Schreibt es nicht, lasst es mich wissen. Dann ist halt wichtig, dass ich weiß, dass ich Scheiße baue. So ist das halt, ne? Aber das hier ist schön mit dem großen Fenster hinten. Man hätte auch hier so ein Eckfenster einbauen können, aber das ist auch statisch, technisch gesehen ein bisschen schwierig. Aber wir hätten mal unser Grundriss. Ja. Das finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Kann man das so machen? Ja, ne? Guck mal, vier hoch. Dann müssen wir jetzt hier so anfangen, hier so zuzubauen. Aber das hier wäre der Anfang. So, mal hier noch das letzte Teil hier noch schnell bauen. Das würde ich dann auch leicht versetzt setzen. Nach innen. Ich glaube, die hier machen wir zu. Wirklich, ohne Scheiß. Ne, die muss bleiben. Das ist ja unser Fundament. Also, das ist so die schöne Zierleiste unten, ne? Die lassen wir aber auch hier. Dann, ja, genau. Du musst raus. Das Fenster hier muss raus. Aber sonst wird das nichts, ne? Das wird sonst nichts. So, und dann können wir das hier noch einmal komplett hier zubauen. Ich glaube, das ist besser. Das ist wirklich besser. Ja. Da entscheide ich das jetzt einfach mal so ganz allein, voll auf Ego, ne? Voll der Egoman hier, ne? Normal, Mann. Du kriegst ja nie Freunde in deinem Leben, wenn du immer so Ego bist, ne? Ja, ja, ist mir schon klar. Ah, ja, ich weiß nicht, was heute wieder los ist, aber irgendwie... Der da oben, der ist ein bisschen... Okay, reicht, Junge, reicht. Sieht nur mein Blödsinn, hast sogar die falsche Mauer eingebaut. Oh Mann, das kann nicht wahr sein, Junge. Junge, konzentrier dich mal auf deine Arme, statt dir immer so Blödsinn zu machen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das kann doch nicht wahr sein. Da kriegt er es nicht mal hin, ein bisschen Blödsinn zu machen und eine Wand zu bauen. Nee, das ist nicht möglich. So, pass auf, hier wäre so ein kleiner Schuppen. Hier so zurückgezogen, zwei zurück. Oder sollen wir drei zurückziehen? Aber drei Blöcke wäre schon geil zu haben, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs hätte ich hier gerne. Super, und dann gehst du hier wieder rüber. Du brauchst die gar nicht zu zählen, das spielt gar keine Rolle.
Und hier hätten wir dann wieder drei waren es, ne? Eins, zwei, drei. Und da kommst du dahin. Super. Und jetzt musst du gucken, ne? Ja, jetzt bau das vernünftig. So, noch ein. Büpp, büpp, büpp. Und hier wieder rüber. Dann hätten wir das. Und hier könnten wir dann tatsächlich... Lass mal gucken. Und was ist, wenn ich hier eine Säule setze und da eine Säule? Ja, super. Zwei, drei, zwei und... Ey, falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Hier ein Fenster rein, das würde ich schön finden. Also das hier bauen wir heute noch fertig. Also das muss jetzt unbedingt sein, weil... Nee, das macht mich ein bisschen sonst unglücklich, ne? Super. Da, das finde ich gut. Hier fehlt auch noch eine Säule. Das sollen wir aber noch schnell hinkriegen. Super, ey. Und hier machen wir genau das Gleiche, ne? Also, eins, zwei, drei. Kann auch sein, dass ich noch eins höher baue nachher. Das werden wir dann gemeinsam entscheiden. Also höchstwahrscheinlich wieder ich alleine. Aber gemeinsam sind wir stark. Das ist ja das, was man immer sagt. Oh, das war ein Newton-Reim. Gemeinsam sind wir stark. Das wird immer gesagt. Okay, cool. Und sollen wir hier noch Fenster bauen? So, hier ein Fenster und hier ein Fenster. Das könnte ein bisschen viel weiß auf der Seite sein, ne? Aber wir sind ja hier, um zu probieren. Pass auf, machen wir zwei. Zwei hier. Und dann wäre hier so eine große Front, wäre dann aber noch schön, ne? Das ist ja wirklich schön. Da ist noch ein bisschen mehr Licht hier in die Bude reinkommt, ne? In den Puff. Dass der Puff hier mal gelüftet wird zwischendurch. Super, guck mal, das ist doch schön. Doch, das wird. Das können wir so, das können wir so machen. Das können wir tatsächlich so machen. Hier machen wir noch zu, dass wir hier keine Probleme kriegen. Dann springen wir einmal kurz nach außen hier. Super. Dann müssen wir gucken, wie wir das dann hier noch vernünftig machen außen. Aber das hier wird doch was. Ja, guck mal, Moment. Wir gehen mal hier einmal kurz hoch. Hier oben, Tower. So, hier. Hier könnte es gut sein, ne? So, hier. So, wir wollen noch nicht bei Night gucken. So, den Tower setzen wir und da schlafen wir noch schnell eine Runde. Wenn die Sonne dann mal unter ist. Ja, geht schon. Super, ey. Ja. Schön, aber gute Strecke. So nach einer Nacht ist das immer. Oh, yes. Ne, Strecke soll man sich immer. Das ist wichtig. Unser Blog ist schon grün geworden. Das ist ja schon toll. Du bist ja wirklich eine Rasenproduktion 3000. So, ich hätte die Skeppis von. Habe ich die nicht dabei? Ich habe die dabei. Er hat sie dabei und baut einen Air Tower, Leute. Er baute einen Air Tower. Der gute Herr baut einen Air Tower. Das ist doch. Hallo. Genau, bauen in die richtige Richtung. Immer das mit dem Falschbauen. Das ist so schlimm bei mir, ey. Aber ist okay. Er wird's lernen. So, ich glaube, das hier müsste reichen, ne? Komm, ein bisschen tiefer. So. Ja, sieht doch gut aus. Für einen Grundriss. Finde ich schon. Okay, Leute, da sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir haben den Grundriss stehen. Ich würde sagen, das ist es, aber ich würde dem hier nicht unbedingt vertrauen, weil ihr kennt ihn ja, er entscheidet sich gerne mal um und dann baut er wieder alles anders. Aber das ist nicht schlimm, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden, was passiert. Ich hoffe, dass mit den Treppen und den Stufen finde ich raus, wie es geht. Sonst müssen wir uns eine Alternative einfallen lassen, aber auch das sollte kein Problem sein. Wir kriegen das hin. Und insofern dir diese Folge gefallen hast, lass doch gerne ein Däumchen da, einen Kommentar würde ich mich darüber freuen. Abonnieren, sofern du es nicht gemacht hast. Glocke drücken, nicht vergessen, dass du keine neuen Videos verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit V.